Und schon wieder heißt das Let's Play The Talos Principle. Ein gelbes Puzzle erwartet uns mit allen möglichen Optionen. Und vielleicht hat auch jemand hier was in die Wände gekritzelt? Nein. Den Stern habe ich auch noch nicht gefunden. Weggeblasen. Ein blauer Strom. Problemlos aktivierbar, würde man denken. Solange jemand auf diesem Ding hier steht. Ach nee. Ist ja interessant. Ach nee, da ist ein Stern drin. Ach, ist er süß. Doch wie nehmen, wenn nicht stehlen? Okay, also den Ausgang hier zu öffnen ist kein Problem. Das haben wir quasi schon erledigt. An den Stern kommen ist interessanter. Was ist denn da hinten los? Wow. Wenn ich irgendwie da hochkäme, könnte ich mich rein teleportieren lassen. Ach, da ist ein rotes Laserteil. Drüben sind nicht zufällig rote Laser. Sieht ein bisschen so aus. Ist aber blau. Okay, also wir brauchen hier einen roten Laser. Wenn wir den bekommen, können wir uns hier... Wahrscheinlich öffnet sich irgendwas, ich weiß das noch nicht genau. Und den roten Laser bekommen wir dann wohl hier neben dran. Uiuiui, Nachrichten en masse. Theorie, dieser Ort ist eine Art Reservat für die menschliche Geschichte und wir sind die bedrohte Tierart von Ski. Theorie, der Versuch, Antworten zu finden, bringt nicht als Schmerz. Sich nicht mehr zu kümmern, ist der einzige Ausweg. Samsara. Samsara hat aufgegeben. Theorie, dieser Typ ist 100-mal so hilfreich wie du, Samsara. Also halt bitte die Klappe. Von Sam. Oh, Sam hat eine 1er-Version. 1.1. Alle anderen sind 0.99. Oder? Nee, Squark. Sam ist der Erste. Theorie, wir sind eine Art Brutkasten und warten darauf, auszuschlüpfen. Theorie, wenn du wüsstest, wie wenig du weißt, würdest du dich hier nicht so entblößen. Dog. War Sam der Erste? Und Samsara kam danach? Gut, wir gucken mal hier rein. Oh, noch mehr. Ich hab's begriffen. Und was nun? Die einzige sinnvolle Aufgabe ist, den Aufgaben ein Ende zu setzen. Der Schäfer. Ich sehe schon Gespenster. Okay, hier hatten wir ein Windgebläse, das seltsamerweise gegen die Wand bläst. Hier auch. Ach, den kann ich abnehmen. Boah. Oh, das ist ja wieder ein Labyrinth hier. Boah. Ich nehme an, das bläst die Kiste raus. Yep. Oh mein Gott. Ich weiß noch nicht, wo ich hin will und was ich brauche. Aber da ist ein roter Laser. Ich habe mich doch nicht verschaut. Der rote Laser. Oh, wenn wir den irgendwie umlenken können, dass wir danach herankommen, das wäre toll. Also aus dem anderen Puzzle aus rankommen. Können wir uns aber nachher dran, wenn wir das hier gelöst haben. Nachher drum meint. Hier komme ich gar nicht rast rein, der bläst viel stärker als seine Kameraden. Entsprechend muss ich den irgendwie austricksen oder ausschalten oder was auch immer. Der wird wahrscheinlich aktiviert von dem blauen Strom. Das heißt, den blauen Strom müssen wir unterbrechen. Das ist die Aufgabe hier. Den hier kann ich mitnehmen, ja. Also angenommen, ich fliege hier hoch. Dann kann ich den aber immer noch nicht unterbrechen. Da müsste ich noch irgendwie eine Kiste reinhalten. So, und die fällen dann natürlich runter. Das war ja so zu erwarten. Ey, Moment mal. Ist das gerade schon zugegangen? Ja, das scheint schon gereicht zu haben, aber ich komme natürlich nicht schnell genug hin. Das ist eine weite Strecke. Also optimal wäre es, wenn das dann wieder hochgeblasen wird. Was macht denn das Rote? Das kann ich hier permanent deaktivieren.
Dann ist der Ventilator hier aus, dann kann ich den mitnehmen. Ah ja, okay, das macht langsam Sinn. Ja, verstehe. Okay. Okay, probieren wir das nochmal. Im Prinzip will ich hier hochfliegen. Das da reinwerfen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Aber ja, das bläst mich sehr schnell dahin. Das ist super. Das ist genau das, was ich erreichen wollte. Die sind nämlich super stark, die Ventilatoren dort. Okay, nochmal. Absetzen. Und dann... Ja, cool. So. Dann geht das Tor nicht auf. Wie soll ich denn jetzt wieder rauskommen hier? So natürlich. Ich frage mich allerdings, wie man da reinkommt, wie man da... einen, ja, warte mal, warum habe ich denn überhaupt hier die Kiste? Hab ich die habe ich doch jetzt gerade gar nicht gebraucht. Habe ich das etwa das System irgendwie ausgetrickst? Nein, das kann ich kaum glauben. Aber ich habe gesagt, ich will irgendwie roten Strom. Den könnte ich bekommen von dort. Da möchte ich doch kurz noch mal experimentieren. Ich habe das Gefühl, das könnte mit dem Stern zusammenhängen. Okay, über die Leiter kommt man hier runter. Ich würde ganz gerne das hier wieder abmontieren. Im Moment. Und schauen, ob man hier nicht irgendwie nach oben klettern kann. Das geht natürlich nicht. Kiste unter mich packt, klappt es auch nicht. Hm, okay. Ich wollte nicht lange rumprobieren an den Sternen, das mache ich später irgendwann. Ich werfe noch mal einen kurzen Blick hier rüber, ob ich nicht doch irgendwie die rote Stromquelle sehen kann. Was ist da hinten? Das kann ich gerade so nicht sehen. Vor allem... Ah, jetzt habe ich es markiert. Okay. Das reicht halt gerade so nicht, ne? Muss man vielleicht noch die Kiste drunter stellen. Knapp. Ja, es trifft da ganz genau die Kante. Das könnte eine Frage der Präzision sein. Ah! So, das scheitert jetzt nur noch an dem Zaun. Den können wir öffnen. Hey! Das so gedacht war, ich weiß es nicht, aber ich habe es gelöst. Gut, dann steht uns noch ein rotes bevor. Nämlich das hier drüben. Adelnest. Okay, also da kann man irgendwie rüber. Ohne, dass man einen Button dafür braucht. Das heißt, ich will einfach mal beide Kisten rüberschützen. Ach, die kommen auf der anderen Seite wieder an. Ist ja lustig. Und ich kann da auch drüber klettern. Interessant. Also wenn ich hier eine Kiste abstelle, dann fliegt die durch diesen Laser hier durch. Und dieser Laser wird deaktiviert. Und dieser Laser... aktiviert da hinten irgendwas, ein Tor wahrscheinlich. Okay, ich muss mal hier reinklettern kurz. Ich
kann da auch wieder rausklettern, soweit so gut. Da ist das Zielteil. Und hier bläst mir ein starker Ventilator. So, und ich bin auf jeden Fall wieder nicht schnell genug. Es wäre so gut, wenn ich den Ventilator da hinten irgendwie ausschalten könnte. Und erst zu einer gewissen Zeit wieder anmachen könnte. Ich meine, ich kann es ja nochmal ausprobieren. Was hab ich? Ah, ich habe das Ding aber reingeschmissen. Hahaha. Hilft noch nichts. Zwei Kisten reichen halt zum Klettern nicht. Können wir hier ein Türmchen bauen. Dann oben drauf springen und dann... Oh! Oh! Nett. Habe ich jetzt gar nicht so erwartet, dass das wirklich funktioniert, aber okay. War das jetzt wirklich so gedacht? Oh. Vielleicht schon. Wie ist das Level? Adlernest. Ja, kann schon sein. Vielleicht war das so gedacht. Okay, damit hätten wir alle in der Wüste. Ja. Inklusive dem Stern. Ist das nicht schön? Sterne, Sterne, Omas. Können wir direkt weiter zu 4. Aber wir haben genug für ein neues Teil. Ansprache oder so. Ja, was ist das nun? Das weiß ich auch nicht so genau. Sagt Papa was zu? Klingt nicht so. Dann direkt weiter zu 4. Ein paar grüne. 2 Sterne und 4 rote. Na gut, na gut. Du magst dich fragen, wieso ich diese Irrgärten für dich erschaffen habe. Warum du dich so mühen musst, um die Ewigkeit zu erreichen. Aber zweifle nicht, denn diese Prüfungen dienen der Besserung deiner Gattung. Besserung deiner Gattung. So weit kommt's noch. Aber ich möchte malen. Hallo, ich möchte malen. Frösche sind auch nur Menschen. Ja! V99 57 0021. Zweck. Frösche sind auch nur Menschen. Okay, wir wollen zum Terminal und dann zu den grünen Busen. Ah, nur ein bisschen Gelaber, okay. Ei, Osiris. Jo, blablabla. Whatever. Arkadi? Archiv wächst weiter an. Der Versuch, Ordnung beizubehalten, ist genauso schwer wie erwartet. Habe diese Woche 7 Mitarbeiter verloren. Statistisch gesehen wird diese Zahl weiter steigen. Muss mich auf realistische Ziele konzentrieren. Nicht genug Zeit zum Trauern. Mitarbeiter verloren im Sinne von, sie sind gestorben im Archiv oder... Wie muss man das verstehen? Hey, weißt du, was total freakig ist? Was? Der menschliche Körper verrottet so sehr schnell, sodass alle in der Chemie unseres Gehirns gespeicherten Informationen ganz schnell weg sein werden. Alter! Aber Computer und Bücher sind sehr haltbar. Sodass alle unsere Botschaften, unsere Ideen, unsere Bücher, sind alles da draußen sein. Unsere Pornos, sogar im Weltall. Ja, unsere Pornos rum auch. Wir werden alle verschwunden sein, aber die Pornos wird es immer noch geben.
und auch Star Trek, Firefly, Babylon 5, Herr der Ringe, Blade Runner, Cyberpornos von Planet Ruhn 6, Shakespeare, Byron, verdammt, sogar Videospiele. Oh, okay. Ja, sind das jetzt die vom Berg? Was? WTF, Mann. Jupp, stell dir mal vor, wenn Außerirdische die finden. Schön. Ja, Außerirdische werden sich unsere Pornos anschauen. Das glaube ich gerne. Hier sind Grünes. Eine Nachricht. Oh, schau, noch ein Rätsel. Und noch eine Stimme, die mir sagt, wie einzigartig ich bin. Noch ein kaputter Computer mit Bruchstücken von nichts. Diese Welt ist ein schlechter Witz, der von einem grausamen Gott, der zu dumm ist, um den Ausschalter zu finden, erzählt wird. Doc, du sprichst mir von der Seele. Dankeschön. Selbsthilfeanleitung. Ach, das bringt mir jetzt dieses Gerät hier näher. Aufnehmen. Das muss ich zugeben, habe ich schon gelesen in einem Review von diesem Spiel. Das ist wohl jetzt so eine Art Zeitreisemechanik. Drücken wir mal den Button ein bisschen. Und dann spielen wir die Aufnahme ab. Ja, und da erscheine ich. Kann ich das zweimal? Ich kann das wahrscheinlich zweimal. Der macht mir auf, der Mann. Dann gibt es hier einen Button, der das Tor hier permanent offen hält. Ja, machen wir das nochmal. Ja, das hatte ich schon, das hatte ich mich, da hatte ich mich für gefreut für diese Mechanik. Da hat ein Reviewer angemäkelt, dass man die schon in tausenden Flash-Spielen so gehabt hätte. Und damit hat er auch recht. Die tausend Flash-Spiele mit dieser Mechanik gibt es tatsächlich. Und ich habe sie alle gespielt. Da gibt es ein sehr schönes auf dem Kanal von Fumblekrusch, das genau diese Mechanik einsetzt. Nur mit ganz vielen Klonen von sich selbst. Doppelplatte. Hier müssen zwei Leute auf der Platte stehen. Mist. Achso, die eine macht hier auf und die andere macht da drüben auf. Ach so. Okay, ja, das müssen wir erstmal checken. Ich möchte also auf der hier stehen. Und dann auf der hier stehen. Und dann möchte ich die Aufnahme beenden. Aber nicht die Folgenaufnahme, keine Sorge. Die Folge wird weitergehen. Gut, dass es hier ein Gitter gibt. Okay, dann machen wir noch ein schweres zum Abschluss. Was sagt die Uhr? Ja, ich glaube mit dem schweren, das wird schon knapp. Nehmen wir halt einfach mal das hier, weil ich gerade da bin. Redundante Stromversorgung. Sieht nicht so groß aus auf jeden Fall, das ist also vielleicht gut machbar. Da kommt irgendwie Strom rein. Und zwar auf zwei verschiedenen Wegen und ich denke, ich muss sie beide kappen und noch diesen Button hier drücken. Gut, wie kappe ich sie? Da drüben ist die Tür. Okay, machen wir erstmal das Aufnahmegerät. Steppen hier drauf, damit sich mein Freund die Kiste schnappen kann. Diese Aufnahmen sind zeitlimitiert, ha? Huh? Gut, damit hätten wir schon mal die Kiste. Und den Laserstrahl unterbrechen, das geht hier so zum Beispiel. Frage ist, bin ich dann schnell genug? Das können wir mal ausprobieren. Also ich gehe mal hier hin. Ich hüpfe ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Gut. Jetzt mache ich hier drüben das gleiche. Ist das Ding aus? Nee. Ach nee, die Kiste hat auch einen Schatten. Ist ja lustig. Okay, Moment. Damit geht das Ding auf. Müsste halt wirklich perfekt gleichzeitig die Stromversorgung kappen. Das klappt aber mal so gar nicht, oder? Hey.
Okay. Das Blöde ist, dass das Ding auch hier immer wieder runtergeweht wird. Das ist echt nicht so cool. Aber kann ich denn... Moment. Angenommen, ich nehme jetzt hier auf. Und stelle die Kiste da drauf. Und die rollt mir dann entgegen. Hier, dann stelle ich die Kiste hier ab. Und... Nee, das funktioniert alles nicht. Ich kann es auch nicht auf die Aufnahme drauf starten. Ne? Ich kann auch nicht mal drauf springen. Das geht jetzt überhaupt nicht. Kann ich denn... Und das geht natürlich. Ich kann hier einfach stehen und das Ding blockieren. Okay, das könnte dann die Lösung sein, ja. Das gebe ich gerne zu. Also wir würden hier hingehen, das Ding blockieren. Ich mache mal ein bisschen länger wieder. Okay. Und dann hier drüben im Prinzip das gleiche. Und dann müssen wir nur schnell hier durch. Ja, okay. Auf die Kiste springen war das der Trick. Anders habe ich es nicht richtig unterbrochen bekommen. Gut, dann war das ein schöner Folgenabschluss. Und beim nächsten Mal gibt es noch zwei Rot. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.